Tja, Flash Dive acquired. Jetzt dürfen wir zu den anderen vorstoßen. Die sind hier auch gleich einen Block weiter. Und dann dürfte dieses Kapitel auch sein Ende nehmen. Schnell weg. Genau deswegen. Hier fliegt gerne mal alles in die Luft. Da sollte man auf jeden Fall gut darauf vorbereitet sein. Ansonsten verliert man wirklich immer eine ganze Menge an Energie. Zack. Einmal voll und danke. It's just me. She was dead when we got here. You still think the government came in here to save us, Nick? I've seen it with my own eyes. The woman from the TV. Hemlock's head of security. She's killing survivors. Why are they doing this? At least justice will be served when that gets out and people see what happened here. Justice? Justice isn't going to bring Angel back. It's not going to bring any of us back. Sometimes I don't even know why we bother fighting. That's why. Look at her, Red. She was one of the family. We don't stop fighting if it's for family. Hey, I'm sorry for the attitude, girl. It's just really hard to know who you can trust. I'm gonna go meet with my contacts. I'm gonna go get that fuel for you, but I need you to do me a favor. Meet me at the tower in a couple of hours, okay? And then I'll hook you up with the fuel, and then we'll all get out of this hellhole together. So, einiges im Argen hier und ich glaube, dass sie hier auch eine von den DLC-Figuren ist, was mich bis jetzt dazu bringt, dass ja alle DLC-Figuren, die wir bis jetzt dann wahrscheinlich spielen werden, früher oder später hier in der Geschichte gestorben sind. Ich weiß nicht, ob das eine besondere Bewandtnis hat oder... Bin ich auf jeden Fall gespannt, was sich dahinter verbirgt. Und jetzt haben wir wieder Luft. Wir müssen warten, bis Red das Benzin hat. Und das ist eigentlich fast schon die perfekte Möglichkeit, um euch mal einen weiteren Psycho zu zeigen, der mir... Ja, die frische Kotze in den Hals getrieben hat, weil ich diesen Psycho wirklich mehr als eklig finde. Und ich nutze die Zeit mit euch und ich zeige ihn euch. Das Taxi ist viel zu langsam dafür. Viel zu langsam. Ich muss mal doch hier runterfahren. Oder ich kombiniere den Wagen. Ne, brauche ich gar nicht. Hier steht ja noch mein anderer Wagen. Das ist natürlich super. Der Junk Truck. Und ich denke, ich tue euch damit einen Gefallen, indem ich euch diesen sehr interessanten Psycho zeige. Es ist nicht einer von denen, die so brutal sind wie der letzte. Nein, der ist wirklich einfach nur eklig. Und naja, ihr werdet es ja sehen. So habt ihr wenigstens auch mal was von den Nebenmissionen gesehen, was einen da so erwartet. Nähert sich so langsam dem Ende, merke ich hier.
auch wenn wir jetzt hier noch easy den anderen Wagen durch die Luft befördert haben, glaube ich nicht mehr, dass der lange macht. Aber wir sind zum Glück gleich da, am All-You-Can-Eat-Buffet. Und hier ist zum Glück eh Feierabend. 200 Meter. Dann darf so richtig reingehauen werden. Und glaubt mir, es wird richtig reingehauen. Und wenn ich recht überlege, wollte ich den Psycho eigentlich nicht nochmal sehen, weil ich den wirklich ziemlich keimig finde. Aber naja, das tut man nicht alles für Fans und Gefolgschaft. Irgendwo hier ist doch das Restaurant, genau. Da oben müsste das sein. Einmal zum Hintereingang. Und dann dürfen gerne die Kotztüten bereitgehalten werden. Here we go. Oh Mann, ey. Die ist wirklich so keimig, die Alte. Also, ich weiß gar nicht, was man so der noch sagen muss. Ich denke nichts. Und sie ist wirklich der absolute Obergau, wenn es um eklige Sachen geht. Und man kann sie auch triggern, indem man sie... Oh fuck. Aber mit den Tellern bewirft oder so. Da, sie frisst auf sie. Schnell. Oh Gott, ist das eklig. Das ist so keimig. Oh Gott, nein. Ich brauche meine Waffe. Oh Mann, ey. Das ist so eine keimige Alte. Okay, auf sie. Oh, fuck. Oh, scheiße. Ich muss weg hier. Oh, fuck, Mann. Die haut aber jetzt auch ganz schön rein hier, die blöde Kuh. Wow, wow. Los, oh, scheiße. Ah, du fettes Kotzgebeuge hier, du ekliger Keimvieh. Hau bloß ab. Nein, 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 nein. So nicht. Ah,
kriegst nicht ins Visier. Komm schon. Hab ich dich. Ja, das dazu mal eben schnell an ihrem eigenen Erbrochenen erstocken. Und wir rutschen noch auf der Kotze aus. Es ist wirklich so keimig. Also, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen sollte. Und ich wollte noch mal schnell was schauen hier. Okay, nee. Ich hab's nämlich nicht an. Ich hab mich schon gewundert. Ja, so viel dazu. Was soll man dazu sagen? Eine fette, schwabbelige, fettleibige Vogelscheuche im Rollstuhl, die frisst und frisst und frisst und dann sich auch gerne mal übergibt. Naja. That's it. Und ich fahre jetzt schon mal auf die andere Seite der Stadt, damit ich die Hauptgeschichte dann schon mal abfangen kann. Denn das spielt dann wieder in der Flughalle im Hangar. Ups. Oder? Spielt das im Hangar? Na, ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob das im Hangar ist, aber ich meine ja. Aber schauen wir mal. Zumindest müssen wir nicht in diesem Bezirk, da bin ich mir schon mal sicher. Jetzt passt auf, jetzt ist es nachher doch in dem Bezirk. Dann stehe ich doof da. Oh fuck, Sackgasse. Ups, zurück. Das Ding geht hoch. Also ich glaube zumindest, dass das Ding hier drüben sich abspielt. Wenn wir uns hier durch die Zombie-Machen gequetscht haben, dann werden wir das auch bestimmt gleich erfahren. Denn 4 Tage, 2 Stunden haben wir noch Zeit und in 2 Stunden ist es, glaube ich, soweit. Ich weiß gar nicht, wie der das zählt hier im Nightmare-Modus, was 2 Stunden sind. Madeline! Was bist du denn da? Gut, dass ich noch Zeit habe. Ich komme dich befreien und werde jetzt einfach mal meinen Wunderstab benutzen. Und euch jetzt hier mit meinem Gandalf-artigen Zauberstab die Leviten lesen. Here we go. Isn't that wonderful? Den Rest können wir auch noch so erledigen. Da kennen wir ja nichts. Und der Stab gefällt mir mit fast schon mit am besten, was die Nahkampfwaffen angeht. Der ist so schön flächendeckend und zugleich allessagend. Wir nehmen hier jetzt jeden Einzelnen auseinander, der sich jetzt hier uns in den Weg stellt. Das ist schon geil. Also der Effekt von dem Ding ist schon auf jeden Fall sehr, sehr gut.
Und ihr seht, es gibt hier eine blutige Szene nach der anderen. Normalerweise hat das Ding, wenn man jetzt diesen anderen Bottich da noch reingemacht hätte, hat man hier noch eine Eisfähigkeit. Und kann dementsprechend dann auch die Gegner vereisen. Aber ich habe eben keins mehr von den Dingern gefunden. Zumindest habe ich keins gesehen. Und da ist es. Das Fuel ist da und ich bin richtig gefahren. Ich habe es also noch gut im Kopf. Ja, brauche ich gewesen, wenn nicht, denn so oft, wie ich das Ding gespielt habe, sollte das auch der Fall sein. Und ich flitze mal da nach oben mit meiner Kaffeekanne, wo auch immer ich die jetzt her habe. Wenn ich den Sinn, das Ding aufgehoben zu haben. Aber es kann nicht schaden, zu einem illustren Treffen etwas Kaffee mitzubringen. Und here we go. That's it. Chapter 3 complete.